Zu einer Special-Ausgabe von Madita TV. Ich bin auf der Suche nach Marco Santoro, dem Meisterboxer überhaupt. Und ich möchte, dass er mich zum Profiboxer ausbildet. Ich guck mal, ob ich ihn finde. Was macht ihr gerade? Ich hatte einen Traum. Ich habe eine Bitte an dich. Was hast du denn drauf? Ganz locker eine Runde Sparring. Ich will einfach sehen, was du auf dem Kasten hast, okay? Das auch. Also wir haben ja deinen Kampf eben beobachtet und mir ist Folgendes aufgefallen. Bei dir stimmt die Beinarbeit nicht, die Handarbeit nicht, deine Körperspannung nicht, die Geschwindigkeit nicht, dein Tempo ist zu langsam, deine Deckung war nicht oben. Ich kann das noch nicht mal als schlecht beurteilen, weil dann würde ich unterstellen, dass das Boxen soll. Wenn du boxen willst wie ein Profi, dann trainieren wir dich auch wie ein Profi. Ist dir das klar? Deckung hoch, Arme müssen runter, Bauch muss angespannt werden, du musst deinen Gegner im Blick halten. Und wenn deine Schulter sich bewegt, dann sieht der Gegner das. Und das Wichtigste ist, niemals aufgeben. Au! Halt die Bälle. Halte durch. Lass deine Bauchspannung aufrecht und den Schmerz völlig auszulösen. Weiter, komm. Das hört, kann ich nicht sprechen. Ja, ja, ich habe nur die 20 Kilometer an. Box hier gegen so einen 2 Meter. Was ist eigentlich dein Lieblingsprofessor? Mein Lieblingsprofessor? Ja. Adrian. Ja, ich mag es nicht, wenn Leute so viel reden. Mein Lieblingsspruch ist Bumsen auf die Beine schubsen. Bumsen macht die Beine schubsen. Schnell. Weiter. 10 abwechseln. Nochmal. Und viel schneller, komm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Deckung. Verletz mich. Noch härter. Ist das alles? Noch härter. Komm, zieh. Wir wollen es üben, dass du Schläge einstecken kannst. Das siehst du eigentlich auch. In den Boden. Ah, komm. Ah! Das ist mein Busen, Mann. Ich kenne das nicht. So, hier, pass mal, wir will mal sagen, was du schon lange weißt hier. Von hier oder draußen?
Wir haben trainiert wie Profis. Wenn du jetzt ein Profikampf hättest, dann würdest du auf die Mütze kriegen. Das heißt, das Problem wäre, du hast keine Chance, aber du musst sie nutzen. Okay? Und diese zwei Sachen darf man nicht vergessen. Deine Kondition musst du ausnutzen, deine Länge und dein Gewicht. Okay? Okay. Wenn du gegen jemanden boxt wie mich, ich bin unbeweglich, ich wiege ungefähr 30 Kilo mehr als du. Und das wirst du merken, wenn du die Weste wieder abnimmst, okay? Die Kraft bündeln, konzentriert sein. Dieser Ring ist dein Zuhause. Du musst immer gucken, wo du hin abhauen kannst. Ja. Ja? Du musst gucken, wo seine Schwächen sind. Schlägt er mehr mit links, schlägt er mehr mit rechts. Wenn du das alles rausgefunden hast, musst du versuchen, bei einem richtigen Gegner den Punch zu setzen, der den Gegner anschlägt. Ja? Madita, ich werde dir jetzt was sagen, was du sicherlich schon längst weißt. Die Welt ist nicht immer nur Regenbogen und Sonnenschein. Die Welt ist oft ein hässlicher und fieser Ort und sie wird dich in die Knie zwingen, wenn du es zulässt. Niemand kann so hart zuschlagen wie das Leben. Nicht ich und nicht du. Aber die Frage ist nicht, wie hart einer zuschlagen kann, sondern wie viele Schläge man einstecken kann. Nur so gewinnt man. Wenn du weißt, was du dir wert bist, dann geh raus und zeig es der Welt. Aber zeig am Ende nicht mit dem Finger auf andere und sag, du bist nicht da, wo du hin willst, wegen ihm oder ihr oder sonst irgendjemand. Schwächlinge tun das. Und das bist du nicht. Du bist besser. Ich bin direkt von Marco hierher geschickt worden. Ich bin jetzt bei Peter, dem Trainer von der Ritze. Und ich bin gespannt, was er mir hier noch beibringen kann. Ich wurde hergeschickt für einen Boxkampf und möchte, dass du mich nochmal vorher fit machst und trainierst. Würdest du das wohl machen? Ja, du bist fit. Ich bin fit. Ich bin Tiger. Du kannst mit mir machen, was du willst. Gut, ja. Super. Ja, klar. Legen wir los. Ja, super. Was muss ich machen? Ja, bei mir trainieren, ne? Ja. Du musst mehr Ausdauer haben. Und keine Ausdauer schaffst du nicht bei mir drin. Alter, ich mach die Tour!
Auf, auf!